Grüezi und willkommen in weiterer Folge von Kretolis. Ja, letztes Mal haben wir weiter gemacht diese was würde ich mal sagen, Ruine dort. Und hier haben wir noch einen Zettel noch fertig gemacht und jetzt ist nächste Zettel hier und mal anhören, was da drinnen steht. Antike Technologie. Oui. Today, ancient underwater pedestals were discovered across the island that contained large mystical orbs. We believe that they acted as a key or energy device that was at one point used to open a library deep within Atlantis. At least, that's what we could decipher from the inscriptions on it in the short time we had. There are several scattered around the island, and I believe more yet to be found. The Institute is in the process of gathering them, and they're being very secretive in their approach. As soon as we find one, the overseers take it away. I wonder if they know more about them. I'm amazed at the level of technology the Atlantean people possessed. We can't find any records as to how they obtained this level of progress. It's as if it was given to them. We found many scrolls that mentioned ascended masters. Who were these masters? Dann lese mal auf Deutsch. Weiter. Heute wurde überall auf der Insel antike Unterwassersockel entdeckt, die große mystische Kugel enthielten. Wir glauben, dass sie als Schlüssel oder Energiegeräte dienten. Ha. Das habe ich vor letzte Folge. Mein Gehirn ist wieder lost, habe ich gemerkt. Habe ich das? Ach, ich zeige euch, was ich genau meine. Mit dem Kugel, das ich letzte Folge gefunden habe. Mit dem. Also, weiterlesen. Mit dem einst eine Bibliothek tief in Atlantis geöffnet wurde, zumindest konnten wir das in der kurzen Zeit, die wir hatten, anhand der Inschriften entziffern. Das ist mal gut. Es gibt mehrere auf der Insel verstreute Geräte. Und ich glaube, dass noch weitere gefunden werden müssen. Man muss nicht mit dürfen. Mein Deutsch ist wieder flach. Das Institut, das dabei sie zusammen und sie gehen dabei sehr geheimnisvoll vor. Sobald wie ein eines finden, wird es von den Aufsehern weggebracht. Ich frage mich, ob sie mehr über sie wissen. Das ist gemein. Sobald es gefunden wurde, zack, von den Aufsehern weggenommen. Das ist fies. Die Aufsehern wissen mehr als Wissenschaftler hier, Nora. Ich bin erstaunt, dass für eine Technologie, die Atlanter besaßen, wir können keine Aufzeichnung darüber finden, wie sie dieses Niveau des Fortschritts erreicht haben. Es ist, als wäre es ihnen gegeben worden. Wir haben viele Schriftrollen gefunden, in denen von aufgestiegenen Meistern die Rede ist. Wer war dieser Meister? Das frage ich mich auch. Vielleicht kommt noch früh oder später dieser Meister. Das nehmen wir mit. Und gehen wir irgendwo, wo nicht so laut ist. Sonst geht sie wieder rund. Der Wirbel. We've discovered that this ancient vortex has been active since the fall of Atlantis. Part of the island was claimed by the forces of the earthquakes, and it has left a very deep abyss at this location.
The Institute wants to use the vortex as a power source for the stations around the mine. The workers began constructing a generator that utilizes the seemingly perpetual centrifugal forces of the vortex to charge the capacitors. Sadly, an incident has occurred while they were building a walkway. One of the construction workers fell into the vortex because of the lack of adequate safety equipment. I've brought this up many times with the overseers in the past, but they didn't seem to care. I'm starting to question my safety working for the Institute. Gut, gut. Wir haben entdeckt, dass dieser uralte Strudel seit dem Untergang von Atlantis aktiv ist. Das ist ja ziemlich lang her. Das wird sogar ein Hund im Pfanne verrückt. Ein Teil der Insel wurde von den Kräften der Erdbeben erfasst und hat an dieser Stelle einen sehr tiefen Abgrund hinterlassen. Das Institut will den Strudel als Stromquelle für die Station rund um die Mine nutzen. Die Arbeiter begannen mit dem Bau eines Generators, der die scheinbar immerwährende Zentrifugalkräfte des Wirbels nutzt, um die Kondensator aufzuladen. Leider kam es zum einen Zwischenfall, als sie ein Steg bauten. Eine der Bauarbeiter stürzte in den Wirbel, weil es keine angemessene Sicherheitsausrüstung gab. Ich habe diese in der Vergangenheit mehrfach bei der Aufsehern angesprochen, aber er schien sie nicht zu interessieren. Ich beginne meine Sicherheit bei der Arbeit für das Institut in Frage zu stellen. Was zum und wie zum kann man so herzlos sein und keine Sicherheitsausrüstung bei diesem Moment, ich zeige euch hier keine Sicherheitsmaßnahmen gemacht wurde ist. Das ist bitter. Und natürlich ist ein Arbeiter ja hier runtergefallen. Okay, ich habe die ganze Zeit einen zweiten Akku gesucht, aber ich habe es noch nicht gefunden. Jetzt muss wahrscheinlich einer von diesen zwei Schriftrollen oder diese Notizzettel sein. We have made fire in the sky and adorned it to the beholders, and we have preserved it from every corrupter. They wish to extinguish light with their corruption, but we will only allow its light to be perfected. And if we were to open for them the gateway deep into Agartha, so that they were to continue ascending through it, they would surely say, "Indeed, our sights have been amazed. Rather, we are a people enchanted." They have sought to reach it, but found it filled with stern enigmas and fiery sentinels. And even if one were to enter now, they would find trials in ambush for them. With might and expertise did we construct the lighthouse, for it is we who protect the vastness of Agartha. Okay. Von Hermes. Wir haben das Feuer am Himmel gemacht und es für die Betrachter geschmückt. Und wir haben es vor jedem Verderbenen bewahrt. Sie wollen das Licht mit ihrer Verderbnis auslöschen, aber wir werden nur zulassen, dass sein Licht vervollkommend wird. Und wenn wir ihnen das Tor tief in Agartha öffnen,
wurde, damit sie weiter durch es aufsteigen können, wurden sie sicher sagen, in der Tat, unser Anblick hat uns erstaunt. Vielmehr sind wir ein verzaubertes Volk. Sie haben versucht, es zu erreichen, aber sie fanden es voller strenger Rätsel und feuriger Wächter. What the heck? Und selbst wenn man es jetzt betreten würde, würde man auf Prüfungen im Hinterhalt stoßen. Oh. Das könnte vielleicht bei mir auch früher oder später passieren. Wir haben den Leuchtturm mit Macht und Sachverstand erbaut. Denn wir sind es, die Weide von Agrafa schützen. Vom Hermes. Ja, das war kein Hinweis. Aber schön. Diagenes. Fools are those who follow the King of Atlantis. He has corrupted the knowledge we have received from the Ascended Masters. This breaks our harmony with nature. It will be our undoing. Humility in life is our highest virtue. We reach enlightenment through rejection of the material. Instead, the king has complicated every simple gift we have received from the Ascended Masters. Their knowledge belongs to those who are independent of Atlantean society. Indeed, the people of Atlantis live artificially and hypocritically. The Atlanteans live in their dwellings high in the sky, while their morality lies in the depths of the ocean. They do not heed my warnings and are ignorant. Soon, they too shall lie on the ocean floor, as these trembles grow fiercer. Okay. Narren sind diejenigen, die dem König von Atlantis folgen. Er hat das Wissen korrumpiert, das wir von den aufsteigenden Meistern erhalten haben. Dies bricht unsere Harmonie mit der Natur, es wird unser Verderben sein. Demut im Leben ist unsere höchste Tugend. Wir erreichen die Erleuchtungen. Erleuchtung durch die Ablehnung des Materiellen. Stattdessen hat der König dessen einfach geschenkt, das wir von den aufsteigenden Meistern erhalten haben. Verkomplizierten ihr Wissen gehört diejenigen, die von der atlantischen Gesellschaft unabhängig sind. In der Tat leben die Menschen von Atlantis künstlich und heuchlerisch. Die Atlanter leben in ihren Behausungen hoch oben im Himmel, während ihre Moral in den Tiefen des Ozeans liegt. Sie hören nicht auf meine Warnungen und sind unwissend, bald werden auch sie auf dem Meeresgrund liegen, wenn die Erschütterung stärker wird. Ich sage mal direkt. Direkte Meinung. Ich will so gern hier rein, aber ich kann ja nicht. Was kann ich noch machen? Diese einsame Insel mit voller Rätsel. Ich muss das irgendwie. Aber da brauche ich noch einen Schlüssel dafür. Sonst geht es nicht. Und ohne den Schlüssel. Also die Vase ist verdächtig aufgestellt. Aber hat es trotzdem nicht genützt. Schauen wir trotzdem hier noch hinein. Auf geht's. After reaching the ancient lighthouse, we discovered that it was not part of the city of Atlantis. The sonar scans revealed that the structure was near the coast and runs deep into the ocean, far below the seabed.
However, none of our scanners have revealed anything inside the lighthouse. It's as if the walls are blocking outside signals. We will need to bring more specialized equipment to enter the lighthouse, and the workers have built hydraulic lifts so that we can get on it from the ship. But the large waves make it too dangerous to do so. Only a handful of people can enter and leave the lighthouse. Some of the scientists have suggested constructing a maglev tram to the lighthouse so we can transport people and equipment more easily. The overseers initially denied our request based on the costs, but eventually approved it after research stalled long enough. Wieder mal mit Nora. Nachdem wir den alten Leuchtturm erreicht hatten, stellten wir fest, dass er nicht zur Stadt Atlantis gehört. Die Sonarscanner ergaben, dass sich das Bauwerk in Küstennähe befindet und tief in den Ozean hineinreicht, weit unter den Meeresboden. Keiner unserer Scanner hat jedoch etwas im Inneren des Leuchtturms entdeckt. Es scheint, als würde die Wände die Signale von außen blockieren. Wir müssen mehr Spezialausrüstung mitbringen, um den Leuchtturm zu gelangen. Und die Arbeiter haben eine hydraulische Aufzug gebaut, damit wir ihn von dem Schiff aus betreten können. Aber die große Welle machte dies zu gefährlich. Nur eine Handvoll Menschen kann der Leuchtturm betreten und verlassen. Einige der Wissenschaftler haben fehlgeschlagen, eine Magnetschiebebahn zum Leuchtturm zu bauen, damit wir Menschen und Ausrüstung leichter transportieren können. Die Aufseher lehnten unseren Antrag zunächst aufgrund der Kosten ab, genehmigten ihn aber schließlich. Nachdem die Forschung lang genug in Stocken geraten war, noch nicht fertig. Jetzt kommt es richtig spannend. Ja gut, da bin ich wahrscheinlich zu früh. Leider habe ich falsch rechtzeitig geschaut. Wunderbar. So, ich habe hier noch schnell nach Zufall gemacht. Aber ich weiß nicht warum. Ich glaube, das Rätsel ist anders. Und ich keinen Schlüssel dafür. Irgendwie sagt man, ich brauche keinen Schlüssel dafür. Ob das geht? Moment. Ich versuche. Das geht. So geht es. Nice. Leute, mach mal. So, Schlüssel und. Was haben wir hier? Der Akku. Jawohl. Ein Akku. Rein in die gute Stube. Im Wohnzimmer. So. Bruch! We were able to breach deeper into the lighthouse today. We found walls with many types of unrecognizable symbols, large books of ancient texts we can decipher, and numerous vials with strange unidentifiable liquids.
there are hundreds of large rooms and hallways. Many rooms are sealed or behind traps. Unfortunately, we've already lost a scientist to one of them. Despite that, the Institute has taken great interest in our findings and is pressuring us to explore deeper. From what we've discovered, we think this lighthouse belonged to those who the Atlanteans called Ascended Masters. More specifically, Hermes Trismegistus. Some of the scientists are refusing to go any further until their safety can be guaranteed, and I stand by them. There have been too many casualties already. Ah, das ist nachher der nächste Teil von einem Leuchtturm. Also so eine... Ich lese mal einfach vor. Wir könnten heute tiefer in den Leuchtturm eindringen. Wir haben Wände mit vieler Art von unerkennbaren Symbolen gefunden. Große Bücher mit alten Texten, die wir nicht entziffern können. Und zahlreiche Fläschchen mit seltsamen, nicht identifizierbaren Flüssigkeit. Bier konnte es nicht sein. Energy weniger. Wein? Undenkbar. Aber ich lese mal weiter. Es gibt hunderte von großen Räumen und Gängen. Vier Räume sind versiegelt oder hinter Fallen versteckt. Leider haben wir bereits einen Wissenschaftler durch eine dieser Fallen verloren. Trotzdem hat das Institut große Interesse an unserer Entdeckung gezeigt und drängt uns zu weiter erkunden. Dieser Institut? Nein. Zum Glück bin ich alleine in dieser Insel gestrandet und arbeite nicht für dieses Institut da. Da werde ich ja im Boden noch hin und her wälzen. Da, weiterlesen. Nach dem, was wir entdeckt haben, glauben wir, dass dieser Leuchtturm denjenigen gehört, die Atlanter aufgestiegenen Meister nannten. Genauer gesagt, Hermes Trismegistus. Ich habe es immer noch nicht ausgesprochen. Einige der Wissenschaftler weigern sich, weiterzugehen, bis ihre Sicherheit gewährleistet ist. Und ich stehe zu ihnen. Es hat bereits zu viele Opfer gegeben. Ja. Zu viel Opfer. Zu viel. Zu viel. Ich würde mal sagen, das hier hören wir in der nächsten Folge an. Und das schauen wir ebenfalls nächste Folge an. Da wird es natürlich spannend so. Und ja, ich würde mal sagen, ich fliege natürlich weiter durch die diverse Game. Und wir sehen uns natürlich nächsten Sonntag wieder. Und tschüss. Thank you.